Hallo und willkommen zu unserer Sendung Einfach nur kochen. Heute wollen wir mal einen Kammbraten verarbeiten. Also wir wollen Gulasch machen und dazu habe ich mir einen Kammbraten besorgt, so wie man vom Metzger kriegt. So kriegt man manchmal auch, wenn man will. Und der ist jetzt folgendes, der ist mit Knochen noch. Und da sieht man schön dieses Nackenstück oder Kammstück. Ne, wenn man so anschaut, da sieht man auch richtig das Rückgrat drin. Die Rippen, wie sie hier anfangen, hier und hier. Hier ist das Rückgrat, hier sind die Bandscheiben. Ne? Und hier sieht man schon das Kammstück, wie es hier langsam so rüber geht ins Kotelett. Ne? Und das müssen wir jetzt auslösen. Ich möchte mal zeigen, man kann es sich auch schon fertig vom Metzger holen, aber ich möchte mal zeigen, weil ich verarbeite gerne immer das ganze Stück, mache aus dem Knochen dann noch eine Soße und so weiter und aus den Abschnitten, dass man die weiterverarbeiten kann. Da hole ich mir mal gerne ein ganzes Stück, damit ich mal zeigen, das kann man sich vom Metzger auch grob vorzerlegen lassen, aber ich mache es immer gern selber. Will ich einfach nur mal zeigen, wie man das macht. Hier haben wir jetzt die Rippen, wie gesagt, und dann schneiden wir einfach jetzt mal einen Rippen hier entlang mit dem Messer. Muss natürlich vorsichtig sein. Schneiden wir mal einen Knochen hier entlang. Das kann man ruhig grob machen, das spielt keine Rolle. Wenn jetzt Abschnitte entstehen, wenn schon Abschnitte entstehen, die verarbeiten wir ja eh weiter. Ich mache dann eine Soße auch, eine Grundbasissoße. Kann man dann für viele Sachen verwenden und dazu will ich die Knochen haben. Ne? Einfach am Knochen entlang schneiden. Muss man mal fühlen, wo er ist. Einfach so reinschneiden. Immer schön am Knochen entlang. Wie gesagt, das kommt da gar nicht so genau drauf an. Wenn wir so ein bisschen verschneiden, ruhig mal, also ich mache es gerne, weil ich das ganze Zeug verarbeiten will. Jetzt habe ich hier den Knochen mit ein bisschen Fleisch noch dran abgelöst und habe hier mein Kammstück. Das muss ich mir jetzt natürlich auch noch hinparieren, weil wie gesagt, wir wollen einen Gulasch machen und da brauche ich so Fettteile nicht unbedingt drin, das ist eh gut durchwachsen. Schneiden wir gerade mal hier die Strähne hier ab, dann hier die oberen Fettteile und eventuell so Knorpel und Knochenstückchen noch dran sind. Alle Sachen, wo wir weiterverarbeiten, auch hier den Anschnitt nehme ich damit weg. Und hier sieht man schon, wie das dann schön durchwachsen. Ich nehme immer zum Gulasch, nehme ich natürlich immer gerne das durchwachsene Fleisch, weil es bleibt dann schön saftig und er ist einfach schmackhafter, besser gegenüber trockenen. Manche mögen trockenes, da kann man auch trockenes, aber ich zeige mal, wie es ich immer mache. Hier auch, nehmen wir die, wo zu grobes Fett dran ist, schneiden wir einfach grob weg. Na, auch hier so, einfach grob abschneiden. Spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles, wie gesagt, noch Vorbereitung. Und jetzt haben wir hier das schöne Kamm- oder Nackenstück. Und da fangen wir jetzt an und schneiden uns schöne dicke, wir wollen ja schöne dicke Stücke, mache ich immer beim Gulasch, damit es halt schön saftig bleibt und so. Ne? Machen wir schöne breite Scheiben, so ruhig 3 cm. Immer schön gegen die Faser. Hier sieht man es nochmal, das Fleisch von der Maserung hier, so locker so 2,5, 3 cm. Spielt gar keine Rolle. Grob runterschneiden, ne? So schneiden wir es jetzt mal vor. Mal die Vorbereitung, wie gesagt, ist immer das Wichtigste. Man kann es natürlich auch fertig geschnitten beim Metzger kaufen. Ich rate dazu aber immer, entweder mache ich einen Schweinegulasch oder ich mache einen Rindergulasch. Aber ein gemischtes mag ich nicht so, weil da hat man immer den Nachteil, das Rindfleisch bleibt ein bisschen zu zäh, während Schweinefleisch schon zu weich oder zu trocken ist. Ne? Deswegen sage ich immer, entweder Schwein oder machen wir einen Rindergulasch. Aber in dem Fall machen wir einen Schweinegulasch. Jetzt wenn wir so haben, einfach so rüber, einmal Längsschnitt durch und dann schöne grobe Würfeln. Wie für ein Schaschlik, ja, auch ähnlich. Ja, hier nochmal Ditto selbe. Wenn da ein bisschen Fettstückel mit dran sind, das macht gar nichts. Super Geschmacksträger und hält es schön saftig. Und so bereiten wir uns das Ganze jetzt mal vor, bis wir so das Fleisch haben. Ja, so ungefähr, so schneiden wir vor. Und ich gehe dann als her, würze sogar vorher, muss man eigentlich gar nicht.
Wir können auch direkt dann loslegen. Was wir für unser Gulasch brauchen, ist für das Grundgulasch. Kriegst du mein Gesicht überhaupt mit drauf? Richtig, ey? Ja, jetzt Ja, leer, ist ja klar. gut, es macht nichts. Was wir brauchen für unser Gulasch ist ganz klar die Zwiebel, ganz wichtiges Gewürz, wieder im selben Verhältnis, wie ich es immer gern mache. Volumentechnisch ungefähr dasselbe an Zwiebeln, gewürfelte, Majoran, Kümmel, süßen Paprika, also edelsüßen und rosenscharf. Man kann natürlich, wenn man es würziger will, noch Peperonis mit dazu arbeiten, ne? Oder auch mit Cayenne-Pfeffer arbeiten, je nachdem, je nach Geschmacksrichtung. Ne? Bleibt eben, ich nehme dann immer gerne noch gekörnte Brühe. Und dann haben wir als Eventualposition, wie man das Gulasch schnell weitermachen kann, ein Knoblauch kann man mit dazugeben und eine Paprika. Ne? Zur Paprika kommen wir später noch, das zeige ich dann nochmal. Das wäre dann das normale Standard-Gulasch. Wenn ich jetzt den Paprika weglasse, und nehmen anstattdessen an Sauerkraut mit dazu, dann habe ich mein Zeckediner-Gulasch. Ja, heute wollen wir ja Zeckediner-Gulasch einmal machen und einmal normales Gulasch mit Spätzle und das Zeckediner, das machen wir mit dem böhmischen Knödel. Ja, okay, also das Gulaschfleisch haben wir jetzt vorgeschnitten und Zwiebeln auch vorbereitet ein bisschen. Paprika, das muss ich auch nochmal bitte zeigen. Hier beim Fleisch sieht man, ich mache immer richtig schöne große Brocken. Da sind auch schöne durchwachsene dabei, aber auch schöne trockene. Ne? Bei der Zwiebel schneiden, ich möchte es nochmal zeigen mit der Zwiebel. Beim Schälen, das Einzige, was ich immer sage, beachten hier unten, dass wir den Strunk nicht abschneiden, sonst haben wir ein Problem, wenn wir die Zwiebeln dann würfeln wollen. Ne? Deswegen, wenn wir Zwiebel, ich schäle sie immer runter. Ruhig eine Schicht mal mit wegnehmen, ist ja kein Problem. Und dann am Schluss ist das Wichtigste, immer das Wichtigste, dass ich den Strunk hier, den muss ich dran lassen. Ganz knapp schneide ich nur ab. Und dann kann ich es auch top würfeln. Ich zeige das mal wieder. Einfach halbieren, hergehen. Und dann nett durchschneiden mit dem Messer. Immer so, dass es hinten zusammenhängend bleibt. Beim Gulasch können wir jetzt ruhig ein bisschen gröber schneiden, wie. Ne, brauchen wir nicht wie beim Dressing. Einen Querschnitt nehmen wir dazu. Ungefähr. Aufpassen, nicht so arg. Und zack, haben wir unsere Würfel fürs Gulasch. Und solche Resteln, wenn ich dabei habe, die nehme ich dann einfach für meine Knochen, wo ich dann nochmal einen Sud ansetze für eine Soße. Ne? Zwiebeln habe ich vorbereitet. Und ich mache ein normales Gulasch, da möchte ich dann Paprika reinmachen. Ne? Ich verwende am liebsten die roten, oder da gibt es ja auch orangen oder gelbe. Die grünen nehme ich nicht so gern, die sind unreif. Und weil die meisten ein Problem haben mit Paprika, dass sie nicht so gut verdauen, deswegen aufstoßen haben und so weiter, deswegen gehe ich immer her und schäle den. Ne? Weil wenn da keine Schale dran ist, dann ist er auch wesentlich bekömmlicher. Ne? Und dann mache ich es einfach so, ich schneide jetzt den Kopf ab. Ne? Einfach den Kopf schneide ich ab. Nehme das Teil, mache das Gehäuse raus und schneide es dann. Und schneide es dann einfach hier mit den Rippen, genau wie die verlaufen, schneide ich es raus, nehme meinen Sparschäler und schäle die einfach ab. Ja, die Mühe mache ich mir da schon. Also wie gesagt, das ist erstens besser verdaulich und es lässt sich auch besser essen, weil ich mag das nicht, wenn dann diese Schale nach dem Kochen dann irgendwie im Gaumenraum dann hängen bleibt. Ne, schälen wir schön ab. Zeige es nochmal. Einfach mit dem Sparschäler. Die Haut abschälen und danach würfeln wir das oder Würfel oder Streifen und das, wenn wir das Gulasch dann garen, den Paprika, den mache ich immer erst so in der letzten Viertelstunde mit dazu. Genauso, das ist ja das normale Gulasch. Wenn ich jetzt einen Zeckediner mache, mache ich es mit Kraut dasselbe. Also wenn ich einen Zeckediner Gulasch mache, nehme ich anstatt den Paprika, nehme ich einfach Kraut. Ne? Und wie gesagt, Zwiebeln haben wir vorbereitet, dieselbe Menge. Knoblauch auch. Beim Knoblauch ist noch zu beachten, wenn ich jetzt einen Knoblauch am Anfang gleich mit dazugebe, dann ist es während des Dünstens oder des Garens, löst er sich quasi fast komplett auf und vom Geschmack vom Knoblauch bleibt auch nur ganz wenig übrig. Ne? Wenn man es so mag, ist es schon in Ordnung. Manche mögen aber den Knoblauchgeschmack und da würde ich dann empfehlen, den Knoblauch erst gegen Ende, wieder Viertelstunde bevor es zu Ende gegart ist, dann den frischen Knoblauch ganz fein gehackt mit dazu. Dann kommt der Knoblauchgeschmack richtig voll zur Geltung. Wie gesagt, wenn man lange mitdünsten lässt, dann geht er quasi fast verloren. Da bleibt nur so ein kleiner Akzent übrig vom Knoblauch. Und je nachdem, wie man mag, man kann ihn auch komplett weglassen. Aber das Wichtige ist, wie gesagt, Zwiebel, Majoran,
Kümmel, Paprika und da haben wir das Wichtigste eigentlich schon dabei. Ne? Gekörnte Brühe. Ungekörnte Brühe, ja. Muss man nicht unbedingt mitnehmen. Man kann auch jetzt nur mit Salz und Pfeffer das Ganze hochbringen. Ne? Die Zwiebel ist unser Hauptbindemittel dabei. Bindet die Soße auch schon relativ gut ab. Am Schluss hält man dann natürlich ein wenig nach. Wenn Thema zum Beispiel Speisestärke nehmen, ein bisschen einbrennen oder eventuell ein bisschen Soßenpulver. Das muss, kann man je nach Geschmack und nach Belieben kann man das dann mit beifügen. Ist aber meistens gar nicht so zwinglich nötig, wenn man die Zwiebel im ordentlichen Maße mit dabei hat, dann gibt es schon eine ganz klasse Bindung. Ne? Okay, das Fleisch haben wir jetzt ziemlich. Wir haben jetzt alles eigentlich gut vorbereitet. Pfanne haben wir vorgeheizt, bisschen Öl nach Belieben. Ich nehme am liebsten Sonnenblumenöl. Das Fleisch würzt sich jetzt schon mal ab. Machen wir einen Pfeffer drauf. Dann unseren Kümmel, den Kümmel mahle ich, wie gesagt, immer gern drauf. Brauchen wir jetzt einfach nur drauf, das verrühren wir dann ein bisschen, das geht schon. Schön Kümmel drauf. Dann kommt ein bisschen Majoran. Dann brauchen wir ein wenig Salz. Ganz einfaches Salz, wir brauchen da kein Fleur de Sel oder vom Himalaya irgendwelchen eingeflogenes, nichts da, einfaches Salz. Dann rühren wir das ein bisschen rum, nehmen ruhig die Gewürze vom Brett schon mit. Ordentliche, wir haben Zwiebeln vorbereitet, ordentlich Zwiebeln rein. Wie gesagt, ungefähr die Menge von unserem Fleisch. Lassen wir das ein wenig anrösten, dass ein bisschen Röstaromen reinkommen. So, und jetzt sieht, wenn wir die Zwiebeln dann leicht angeröstet haben, das sieht man dann ja auch und riecht man auch. Ah, das kommt schon gut. Man kann jetzt ruhig auch hier gleich ein bisschen Kümmel mit rein. Das ist sogar sehr gut beim Anrösten. Ein bisschen Majoran, das mache ich immer gern. Gleich beim Anrösten der Zwiebeln. Wie gesagt, wenn die jetzt langsam anfangen Farbe zu kriegen, dann mache ich das Fleisch mit bei. Ne? Das Fleisch lassen wir natürlich auch ein bisschen mit anrösten, dass von allen Seiten ein bisschen Röstaroma abkriegt, drumherum. So, jetzt sind wir beim Anrösten des Fleisch und die Zwiebeln. Es hat schon richtig unten sieht man schon, wie es richtig schön geröstet ist. Wenn so rundum ein bisschen angebraten ist, dann müssen wir auch schauen, nicht, dass es uns anbrennt. Wir haben eine ziemlich hohe Temperatur. Jetzt gehe ich her und lösche es ab. Gehe dann auch in der Temperatur runter. Löst schön ab, dann kommt unsere gekörnte Brühe drauf. Erstmal einfach eine gewisse Menge drauf und später machen wir dann weiter. Dann den edelsüßen Paprika, da machen wir ruhig ein bisschen mehr. Da kann man richtig ordentlich drauf machen. Dann mache ich ein bisschen Rosenschafen drauf. Weil ich will, den Paprika, der sollte beim Rösten nicht mit bei sein, weil sonst wird er bitter. Ne? Deswegen nach dem Rösten. Nach dem Rösten kommen wir erst mit Paprika drauf. Jetzt decken wir das ab und lassen das gut. Eine Dreiviertelstunde lassen wir das jetzt ganz leicht köcheln. So, wir kommen jetzt zu unserem böhmischen Semmelknödel, den wir fürs Zeckediner-Gulasch nehmen wollen. Ich habe da wieder einen Teig angerührt. Wieder so circa 1 Pfund Mehl, 4 Eier, guten Schuss Selderwasser und einen halben Teelöffel Salz. Den rühre ich quasi wieder wie so ein Spätzleteig, schön glatt. Und nachdem man angerührt hat, kann man den ruhig so 5 bis 10 Minuten stehen lassen, immer wieder aufrühren, dass er schön glatt ist. Und man sieht schon, der ist ein bisschen dünner. Jetzt wieder Spätzleteig, das macht aber gar nichts. Hier habe ich mir dann die Semmeln dazu, die kriegt man heute auch schon fertig zu kaufen. Ne? Fertige Semmeln kann man, Semmelwürfel kann man schon kaufen. Ich mache sie mir immer noch aus meinen alten Semmeln. Da habe ich jetzt 3 Semmeln genommen, lang dann für circa 4 Personen, habe die in Löffel geschnitten, muss nicht so gleichmäßig sein, das kann man auch mit harten, alten Semmeln machen, wurscht. Ne? Jetzt mischen wir das zusammen. Jetzt ist wichtig, wenn man das angerührt hat und jetzt die Semmeln mit dem Teig vermischt,
soll das Wasser schon beim Kochen sein. Und jetzt sollte man relativ zügig den Knödel hier ins Wasser, ins Kochende reinbringen. Ne? Mal meine Semmeln dazu. Und rühren wir schön gleichmäßig rein. Ne, beim Pfund Mehl, 4 Eier und 3 Semmeln in etwa kommt man schon gut hin. Jetzt haben wir das schon gut verrührt. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Schön glatt rühren. Also Wasser kocht. Schön gleichmäßig der Teig verteilt ist. Aber jetzt brauche ich eine Schüssel mit Wasser. Nehmen wir die Schüssel mit Wasser. Meine Hände müssen jetzt schön nass sein. Ne? Nehmen wir das Ding raus. Mein Wasser kocht. Hände schön nass machen. Und jetzt nehme ich den Knödelteig hier raus. Mal schön nass machen. Jetzt kommt der Entscheidende. Immer schön nass machen und jetzt drehen wir den, bis der Teig schön gleichmäßig außenrum verteilt ist. Und dass da keine Löcher sind, muss man ein wenig rumspielen, dass keine Löcher sind, dass Luftblasen, das Wasser eindringen kann. Deswegen drehen wir jetzt so ein bisschen in der Hand rum. Das ist natürlich ein bisschen Spielerei, man muss ein wenig üben, das ist, ne, das ist schon ein wenig heavy. So, jetzt kommt er schon langsam. Und jetzt nehme ich den letzten Moment und rein damit. Soll schön leicht kochen. Nicht zu arg, aber soll kochen. Das Wichtige ist, Deckel machen wir drauf, das muss jetzt immer leicht am Köcheln sein, weil wenn es jetzt aufhört zu köcheln, dann sinkt er ab und saugt sich voll mit Wasser. Also leicht blubbern soll er immer an der Oberfläche schwimmen. Am Anfang mache ich so, ich habe mit reingekippt, ist ja nur die Hälfte im Wasser drinnen, das schwimmt ja hier oben drauf. Ne? Und jetzt warte ich so 2-3 Minuten oder 1-2 Minuten, bis unten sich eine leichte Haut bildet, dass er schon abgedichtet ist. Und dann gehe ich her mit meiner Schaumkelle. Ne, wenn er jetzt schon 2-3 Minuten köchelt, gehe ich hier mit meiner Schaumkelle und drehe den einmal rum. Und jetzt ist er rundum, jetzt lasse ich den Deckel gleich wieder drauf. Leicht köcheln und immer wieder umdrehen. Und jetzt braucht der, je nach Größe, also mindestens eine halbe Stunde, sagen wir bis halbe Stunde und plus. Ne? Wenn man sich unsicher ist, nimmt man einfach einen Schaschlikspieß. Steckt den beim Knödel rein und wenn ich den rausziehe, wie beim Kuchen auch, wenn ich ihn rausziehe und da ist kein Teig mehr dran, dann ist der Knödel gar. Ne? Und so lassen wir den jetzt mal, gehen wir mal ein bisschen runter, lassen den schön, also eine halbe Stunde lang, lassen wir den schön leicht köchelnd im Wasser ziehen. So, beim Gulasch sind wir schon wieder. Wie gesagt, eine Stunde lang haben wir es köcheln lassen und wir wollen ja daraus jetzt einen Zeckediner machen. Es ist immer noch ein bisschen zu dünn und da gehe ich gerade wieder her, nehme ein bisschen von meiner Einbrenn. Kommt nein zum dick machen, dann nehmen wir wieder ein bisschen Soße, Soßenpulver, einrühren, wird schon langsam dick, kommt schon, ein und frei. Das wird jetzt unser Zeckerdiner. Ne? Ich habe da jetzt für circa 4 Portionen, insgesamt habe ich ja 8 Portionen gemacht, 4 Portionen und jetzt mache ich. Das kann jetzt ruhig wieder eine Viertelstunde köcheln. Jetzt habe ich schon die Dicke drinne. Und jetzt machen wir das Sauerkraut dazu. Habe ich zwar 2er Portionen, so ein kleines Dösle habe ich genommen. Das machen wir jetzt mit dazu. Und das lassen wir jetzt ruhig. Wiederum eine lockere Viertelstunde. Lassen wir das jetzt nochmal ziehen. Am besten kommt es jetzt eigentlich, wenn man das Zeckediner quasi fertig machen, über Nacht abkühlen lassen, also eine Nacht mal stehen lassen und am nächsten Tag nochmal warm machen. Dann kommt jedes Gulasch eigentlich, ne? Dann kommt es richtig klasse erst drüber, ne? Aber wir wollen ja mal zeigen, wie das insgesamt funktioniert. Also Zeckediner
lassen wir jetzt auch noch mal eine Viertelstunde köcheln. Bis dahin ist unser böhmischer Knödel fertig und dann zeigen wir, wie man es anserviert oder beziehungsweise noch mal warm macht. So, unser böhmischer Knödel, böhmischer Semmelknödel heißt er richtig. Der böhmische Semmelknödel, den haben wir jetzt so gute 30 Minuten, 35 Minuten, haben wir den jetzt leicht köcheln im Wasser sieden lassen. Und jetzt schneiden wir den schönen Scheiben auf wie ein Brotlaib. Und am besten ist dazu geeignet, dann gibt es richtig schöne Scheiben, wenn man ein Elektromesser dazu nimmt. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie er ausschaut. Ja, geht das überhaupt? Ja. Ja. Macht nichts. Technische Probleme. Ja. Und jetzt sieht man, ist die Kamera noch an? Jetzt sieht man hier schön an der Schnittkante die einzelnen Brötchenwürfel und richtig top geworden. Glück gehabt, kein Wasser reingelaufen, weil die Problematik ist die, da kann Wasser reinlaufen, dann wird alles matschig. Man kann es natürlich auch mit normalem Messer schneiden. Ne? Einwandfrei, sieht top aus, ne? Und das passt super. Der Knödel, der passt sehr gut zu allen möglichen Varianten, wenn die Soße schön dünn ist, weißt, weil die Brötchen hier zwischendrin, die saugen die Soße top auf, ne? Auf den Schweinsbraten mit einem dünnen Soße dabei, einwandfrei, ne? Jetzt machen wir ein bisschen Zeccatina dazu. Das ist bei uns halt daheim ein Klassiker, ein Zeccatina mit böhmischen Knödeln, ne? Wir Kinder, wir haben uns gefreut. So, bin vertröpfelt, macht nichts. Und wenn da die Soße von dem Zeccatina ein bisschen zu dünn ist, in dem Fall ist es einwandfrei, passt optimal dazu.